Brani und Tai sangen zusammen Eisbärisch. Und ich muss sagen, war auf jeden Fall vom Tai die beste Nummer, die er gesungen hat, obwohl, wo es dann sozusagen in die Höhen ging, wurde es wieder problematisch. Aber wenn ich vergleiche, wie der Burani gesungen hat, die Höhen, Katastrophe hoch 10, also der Burani hat einfach Probleme, die Kopfstimme richtig voll und deutlich zu singen, die ist sehr dünn und mickrig, wobei man natürlich sagen muss, es gibt Sänger, die machen das noch beschissener, also ja, ich meine, so richtig gerade war es ja auch nicht gesungen, aber so wirklich schief, schwer zu sagen, also weil die Stimmmodulation nicht richtig klappt beim Burani, klingt es halt merkwürdig. Und finde ich halt witzig sozusagen, wie denn solche Sänger denn in ihren Studioalben da an diesen hellen Stellen oder solchen Parts sozusagen, ja, dass das halt so zurechtgebastelt wird. Aber naja, jedenfalls vom Dai würde ich sagen, die beste Leistung, bis auf die paar Stellen, wo er höher singen musste, das war dann, wurde dann unsauber, sagen wir mal. Ganz so schief war es jetzt natürlich nicht, aber es wurde unsauber. Aber am geilsten fand ich wirklich halt der Burani mit seinem dünnen Kopfstimmchen. Aber wenn man dann natürlich sagt, das war schlecht, denn oh, du hast keine Ahnung vom Singen, das war total genial, mach das erstmal nach!